So, hallo in der Werkstatt. Das erste Mal, dass ich ein Video in der Werkstatt mache. Von Instagram kennen die Werkstatt ja schon mehr Leute. Natürlich was Kleines, aber für mich Feines. Ja. So, also es geht darum, eine Mulcheinrichtung für den Rasenmäher zu bauen. Ich habe es mit dem 3D-Drucker ja schon ausgedruckt und einfach mit einer Baustelle dafür diese Abschottung gemacht. Das Ganze habe ich mir einfach mit einem Bottendeckel abgenommen. Das wird dann so gebogen eingebaut. Ja. So. Ich habe das dann rein, das Original passt da nicht, weil das alles rund ist. Ja. Und nachdem nicht jeder einen 3D-Drucker hat, hat man gedacht, das kann man sicher in Holz auch machen. Beziehungsweise aus einer Siebdruckplatte, da habe ich mir jetzt da einen Rest geschnappt. Das passt genau. Und dann werden wir das da einmal ausschneiden. Ich habe das schon aufgezeichnet. Das bleibt. Ja, und von der Stärke wird so, mehr braucht es nicht. Beim Holz hat natürlich den Vorteil, dass ich da optimal, was anschrauben kann. Das schauen wir uns jetzt miteinander an. So, wer jetzt keine Bandsäge hat, keine Sorge, das geht natürlich auch mit einer Stichsäge ohne Probleme. Ich werde das jetzt einmal ausschneiden, das Ganze dann vielleicht ein bisschen schnell ablaufen lassen, dass es nicht fad wird für euch. Und dann schauen wir weiter. So, eine grobe Form ist vorhanden, mit der kann man durchaus weiterarbeiten. Natürlich noch nicht sauber, aber ist ja erst mit der Bandsäge ausgeschnitten. So, jetzt geht es darum, die grobe Form noch ein bisschen nachzuarbeiten. Ich mache da die Schraubenbefestigungen mit der Feile noch etwas runder, wobei es nicht unbedingt notwendig ist, es wieder anders funktionieren. Aber es schaut halt ein bisschen schön aus. Ich glaube, das braucht nicht viel. Okay, kann es auch fallen lassen. So, als nächstes werde ich da die Löcher gleich vorbohren auf die richtigen Punkte. Und für das nutze ich gleich das Originalteil und bohre da durch. Wenn es gut aufliegt, dann muss das nachher auch gut passen. So, 4 mm Bohrer zum Fixieren beim ersten Bohrloch. Wird schon besser. So, okay, die Löcher sind drinnen für die spätere Befestigung. Wunderbar. So, die Kanten breche ich da ganz leicht. Ja, wirklich nur ganz leicht. So, das reicht mir schon. Zumindest kann ich mich schon einmal schneiden. Bei irgendwelchen scharfen Kanten. Und nachher ist das sowieso im Rasenmäher verbaut. Also muss das jetzt da nicht unbedingt einen Schönheitspreis gewonnen, wie wenn es im Wohnzimmer steht. Aber es schaut schon mal von der Form nicht so schlecht aus. Original und der Nachbau dann, ja, kann man so lassen.
So, da haben wir jetzt die fertige Grundform, das haben wir schon gemacht. Und damit das Ganze ein bisschen in den Rasen mehr reinrutscht, das Ganze hat da 12 mm. Muss ich da das ein bisschen kürzen, so wie man es da sieht. Und zwar wird es um 5 mm weggeschnitten, sodass es auf der Unterseite schnell bleibt und oben in den Rasenmäher reinrutschen kann. Das Ganze bleibt dann eben noch auf 7 mm, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. So wie man es zumindest einmal so ausgemessen. Ich habe das einmal grob ausgeschnitten, einfach einmal grob geschnitten, dann hingehalten, ein bisschen nachgeschnitten, dass ich die Form zusammengebracht habe. Und die habe ich jetzt übertragen auf eine Kunststofftafel. Bei mir in dem Fall ist das wie viel hat die? 2 mm. War eine Baustellentafel, werde sich irgendwo finden. Die Form ausgeschnitten mit der Bandsäge in dem Fall oder mit einer Handsäge. Und nachher wird das Ganze mit dem Heißluftföhn etwas vorgebogen, damit es einfach die Form schon mal ein bisschen hat und dann mit der Holzform verschraubt und dann ist das Ganze eigentlich eh schon wieder fast fertig. Ich habe jetzt einfach mal, dass ich euch das zeigen kann, nochmal meinen ersten Entwurf und eigentlich ja, mein fertiges Teil, was ich aus dem 3D-Druck habe, nochmal aus dem Rasenmäher ausgebaut. Das schaut so aus. Funktioniert tadellos. Wie gesagt, es hat nicht jeder einen 3D-Drucker, darum mache ich es nochmal mit Holz mit euch. Ja, ob ich dann das wieder einbaue oder das drin, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, es funktioniert tadellos und ja, eigentlich besser als was ich geglaubt habe. So, mit dem Heißluftföhn das Ganze ein wenig vorgebogen, dass sie die Form ein bisschen behält nachher. Jetzt das Ganze grob angepasst an die Form und unten markiert, da muss ich es jetzt noch abschneiden. Und dann wird das Ganze miteinander verschraubt und dann werden wir das mal testen. So, hinten ist es nicht mehr anschraubbar, da ist einfach das Holz zu dünn, das werde ich dann mit Heißklebepistole ankleben. Das reicht auch, der Rest halten dann die Schrauben. So schaut das Ganze dann aus. Angesenkt, ich hoffe, das sieht man. Ja, kann man glaube ich erkennen, dass nachher die Schraubenköpfe da schön verschwinden in der Rundung. Ich verwende jetzt einfach einmal einen feinen Zentrierbohrer, damit das Loch auch wirklich in der Mitte ist. Und bohre mal das erste Loch und verschraube es einmal. Dann sehen wir schon weiter. Ja, okay, Festziehung war natürlich auch hilfreich. Okay, so weit, so gut. So, den letzten Teil, den klebe ich dann mit Heißklebepistole etwas fest, damit er halt einfach die Form behält. Aber grundsätzlich genügt es auch mit den Anschrauben. Man sieht, das kann sich nicht mehr wirklich bewegen. Tja, könnte man auch lassen. Ich werde es einmal machen. Eigentlich muss man sagen, das Teil ist fertig. Für den Einbau bereit. Sollte soweit passen, wird sich zeigen. Natürlich wird es da nicht hundertprozentig dicht sein, weil es ja nicht perfekt anliegt. Man könnte jetzt dann eine Gummileiste aufkleben, dann wird es noch abdichten. So muss ich halt, kommt halt ein bisschen ein Grasschnitt oder Rasenschnitt nach hinten,
der dann halt, weiß nicht, alle 10 Mal leite ich nochmal aus und das ist eine Handvoll, also das ist jetzt nicht das Thema. Das habe ich schon bei meiner gedruckten Konstruktion gesehen, das ist minimal, kann man vergessen. Aber ich würde sagen, schaut doch schon mal ganz brauchbar aus und schauen wir das Ganze mal einbauen. So, ich habe euch mit in der Garage beim Rasenmäher. Das Teil ist fertig. Mein Logo klebt oben, das ist für den Betrieb natürlich extrem wichtig. Nein, aber ich habe einfach eine Freude, wenn ich dann den Deckel aufmache und sehe das. Ja, und jetzt bauen wir das Ding ein. Also jetzt müsste es passen. Wir probieren es. So, da war das alte schwarze Kunststoffteil drin und da soll das jetzt genau reinpassen. Und hinten das Loch abdecken. Das wird es jetzt zeigen. Ich würde sagen, das kann man so lassen. So, ein Widerstand, damit das oben auch schön ansteht. Den Rest machen die Schrauben. Austesten. Oh ja, wunderbar. Fertig. Ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Von innen und von unten. Die Verschraubungen passen sehr gut. So schaut es innen aus. Das Loch wird sehr, sehr gut abgedeckt. Mehr braucht es nicht. Ein bisschen was wird es immer durchschmeißen. Da ganz im Eck sieht man ein bisschen Luft. Das könnte man jetzt noch abdichten. Aber ja, da braucht man jetzt nicht päpstlicher sein wie der Papst. Es funktioniert. Und es wird dann ein bisschen was reinfallen. Da ganz kleine Stücke. Und das wird dann irgendwann einmal entleert und fertig. Es wird aber sehr wenig sein. So, ich würde sagen, einem Test steht nichts mehr im Wege. Thank you.